Stasi ist immer noch unter uns. Frühere Stasi-Offiziere arbeiten heute als Politiker und in Behörden. Und bei privaten Treffen betreiben Ex-Stasi-Leute Propaganda für die Diktatur der DDR. Niemand hat mit Willen Menschen erschossen, sondern das war eine gesicherte Grenze zwischen zwei militärischen Blöcken. Für die Opfer von damals ist das der blanke Horror. Das war ein menschenverachtetes System, die DDR, die Stasi. Wie kann das sein? Wie gefährlich sind diese extremistischen Sichtweisen für uns heute? Und wie beeinflusst das unsere Politik? Es sind wichtige Fragen, auf die wir in diesem Video Antworten suchen. In einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. Und jetzt geht's los. In der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Stellt euch mal vor, jemand schreit euch so an. Und dieser jemand hat auch noch Macht. Macht über euch. Denn er arbeitet bei der Stasi, dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Wenn er will, kann er euch wegen eines banalen Vorwands festnehmen, tagelang verhören, euch in ein Gefängnis stecken. So wie das hier. Das Gefängnis der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Mehr als 11.000 Menschen wurden hier inhaftiert. Für Tage oder auch für Jahre. Und viele wussten nicht einmal, wo sie sind. Dieses Gefängnis war so geheim, dass es in keiner Karte verzeichnet gewesen ist. Die Stasi war der Geheimdienst der DDR und Erich Mielke war ihr Chef. Die Krake, wie die Bevölkerung sie auch genannt hat, hatte überall Augen und Ohren und galt als skrupellos. Sie arbeiten nicht gegen uns. Wir finden sie. Egal wo. Sie meinen, das sei eine Drohung. Natürlich. Zum Beispiel wurden hunderte Menschen genau hier, in solchen erdrückenden Zellen, psychisch und physisch gefoltert. Sie gehören zum sogenannten U-Boot, einem besonders gefürchteten Bereich des Gefängnisses. Bis zu 19 Stunden am Tag mussten sie bei Schlafentzug stehen, bekamen zu wenig zu essen und zu trinken. Wer nicht mehr konnte, der bekam Schläge oder es floss Wasser in die Zelle. Unvorstellbare Methoden. Und Tageslicht gibt es hier natürlich auch nicht. Das alles ist natürlich Vergangenheit. Das Gefängnis wird nicht mehr betrieben, ist heute ein Museum. Aber es gibt noch heute Vereine von Stasi-Mitarbeitern, die für sowas hier verantwortlich sind. Frühere Mitarbeiter dieser Diktatur vernetzen sich, betreiben Propaganda für das System DDR und verharmlosen das, was die Stasi gemacht hat. Das hier steht auf der Startseite des Vereins. Wir sind ehemalige Mitarbeiter des MFS der DDR und an der wahrheitsgemäßen Aufarbeitung der Geschichte interessiert. Die Betreiber der Seite selbst sagen, sie wollen eine faire Darstellung ihrer Arbeit bei der Stasi und keine stigmatisierende Ausgrenzung. Wahrheitsgemäße Aufarbeitung sieht bei ihnen so aus. Insider aus dem MFS verfechten beharrlich, dass ihre Tätigkeit auf gesetzlichen Grundlagen erfolgte. Vorbehalte in der DDR sei über Strafverfolgung von Fall zu Fall aus politischem Kalkül befunden worden, werden zurückgewiesen. Schauen wir uns das Geschichtswissen doch mal ein bisschen genauer an. Am 8. Februar 1950 wurde die Stasi gegründet. Sie stellte viele NS-Offiziere und Kriegsverbrecher vor Gericht. Rund 13.000 bestrafte sie. Das sind doppelt so viele wie in der Bundesrepublik. Aber die Stasi überwachte, unterdrückte und misshandelte auch ihre eigenen Bürger. Feinde sah sie nicht nur in westdeutschen Spionen, sondern auch in Deserteuren, in Systemkritikern oder in Andersdenkenden. Wie die Stasi genau gearbeitet hat, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Auch die Arbeitsgemeinschaft Grenztruppe trifft sich noch heute in ihren alten NVA-Uniformen und feiert die Sicherung der Grenze, bei der sie auf Menschen schoss. Laut der Freien Universität Berlin gab es mehr als 300 Tote. Unter dem Dachverband Ostdeutsches Kuratorium mit Sitz in Berlin am Franz-Mehring-Platz 1 der früheren SED-Zentrale verbergen sich insgesamt 27 Vereine. Ein Verein ist GRH, die Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung. Dieser Verein hat rund 1.400 Mitglieder und sieht die DDR als Friedensstaat. Die Stasi sei nur ein Organ gewesen, das den Frieden erhalten hätte, heißt es. Unter den Mitgliedern befinden sich auch frühere Stasi-Offiziere, wie der letzte Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, Wolfgang Schwanitz, und verschiedene DDR-Minister. Sie verbreiten ihr extremistisches Denken in Büchern, auf Seminaren und bei Veranstaltungen. Wie bei dieser Protestveranstaltung zum 70. Jahrestag der Gründung der DDR. Ja, und sie bieten abstruse Programme wie ein Kinderferienlager in einer der brutalsten Diktaturen der Welt an, in Nordkorea. Das ist die beste Idee der Erde.
Wir nehmen erstmal Kinder aus sozial schwachen Kreisen. Das heißt, das wird dann gesammelt in der Solidarität. Wenn Vater obdachlos ist, Mutter Flaschen sammelt, soll das Kind nicht daran gehindert werden, dorthin zu reisen. Und wir nehmen natürlich nicht jeden mit, wir nehmen gutwillige Leute mit. Also Provokateure und andere haben die Koreaner genug. Auch wenn die meisten der Mitglieder der GRH heute im Rentenalter sind, gelten sie nicht gerade als harmlos. 2006 wurden sie vom Verfassungsschutz geprüft. Auslöser war damals eine Gedenkveranstaltung, genau hier in Hohenschönhausen. Bei der haben sie Stasi-Opfer als kriminelle und subversive Elemente beschimpft. Aber der Verfassungsschutz bekommt sie nicht zu greifen. Er ordnet sie zwar als feindlich gegenüber der bundesrepublikanischen Justiz ein, sieht aber die Notwendigkeit einer Beobachtung als nicht unbedingt gegeben an. Wir möchten mit dem Ostdeutschen Kuratorium sprechen. Aber der Präsident Matthias Werner lehnt auch nach mehrfachem Anfragen per Mail und Telefon ein Interview ab. Bei einer Tagung im Februar dürfen wir nicht drehen, trotz Anfrage. Ortswechsel. Wir sind im Stasi-Museum Berlin, in der ehemaligen Hauptzentrale der Staatssicherheit. Hier erfährt man unter anderem, wie die Stasi konkret gearbeitet hat und dass ehemalige Stasi-Leute auch heute noch aktiv sind, zum Beispiel als Politiker. Enrico Kumning sitzt für die AfD im Bundestag. Im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns ist es Thorsten Kuplin für die Linke. Beide waren bei Wachregiment Felix Dzerzhinsky. Ein Interview verweigern sie. Die Begründung ist, sie hätten nur ihren Wehrdienst geleistet. Der gehört der Vergangenheit an, mit der sie nicht mehr medial in Verbindung gebracht werden wollen. Was stimmt? Wehrpflichtige haben dort wirklich ihren Dienst geleistet. Aber sie galten damit auch als Mitarbeiter der Staatssicherheit. Denn das Regiment war dafür bekannt, absolut staatstreu zu denken und zu handeln. Sie unterstanden direkt Erich Mielke. Beim Bau der Mauer riegelten sie zum Beispiel Ost-Berlin ab. Ende der 1980er Jahre war es rund 11.000 Mann stark. Auch Hans-Jürgen Scharfenberg war bei der Stasi. Jahrelang hat er das geleugnet. Bis 2019 war er Vorsitzender der Linken im Brandenburger Landtag und immer wieder Bürgermeisterkandidat von Potsdam. Von 1987 bis 1996, also 9 Jahre lang, spitzelte er Freunde, Nachbarn und Kollegen aus. Seine Stasi-Akte umfasst 300 Seiten. Einen Dozenten stufte er als Weiberheld ein, eine Kollegin als geschwätzig und die Stasi lobte ihn für seine klare politische Einstellung zur gesellschaftlichen Entwicklung der Republik. Aber auch er will sich vor der Kamera nicht äußern. Der einzige der angefragten Politiker, der reden will, ist Wolfgang Weiß, Landtagsabgeordneter für Die Linke in Schwerin. Vor dem Interview beantrage ich seine Stasi-Akte bei der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. Er soll als gesellschaftlicher Mitarbeiter während seiner NVA-Zeit ein Jahr für die Stasi andere Soldaten über den Empfang von Westsendern oder eine mögliche Republikflucht ausspioniert haben. Was heißt gegen irgendwelche Mitarbeiter oder Soldaten? Ich habe diese Arbeit ja nicht gegen die Soldaten oder Unteroffiziere gemacht, sondern ich habe sie als Hauptfeldwebel, als Waffenkammer-Unteroffizier in Erfüllung meiner dienstlichen Aufgaben als Soldat gemacht. Halten wir es mal auseinander. Sie fragen nach Westsendern oder so etwas. Westsender war Feindsender. War ganz schlimm. Ja? Nein, es geht beispielsweise um die Fragestellung, wurde mit dem diensteigenen Fernsehsender im Soldatenclub Westfernsehen geguckt oder nicht? Der war verplombt. Ich denke mal, wenn ein Dienstsiegel auf einem Fernsehapparat gebrochen wird, das ist schon ein Vorkommnis. Darüber muss berichtet werden. Aber ich war kein inoffizieller Mitarbeiter. Ich habe niemals eine Verpflichtungserklärung unterschrieben. Was heißt Republikflucht, wenn jemand die Uniform anhat, allein das Reden darüber. Würden Sie jemanden eine Waffe in die Hand geben, der sie gegen Sie einsetzt? Sicherlich nicht. Und wenn darüber geredet wird, oder wenn darüber geredet wird, dass im Umfeld der Familie beispielsweise über Republikflucht oder über Ausreise die Rede ist, das sind alles Momente, die einen Einfluss haben auf die Gefechtsbereitschaft. Er steht zwar nicht komplett hinter der Stasi, übrigens sind wir hier gerade im Büro des ehemaligen Stasi-Chefs Mielke. Einsicht, damals beim Militär für eine menschenverachtende Diktatur gearbeitet zu haben, erkennt man bei ihm aber auch nicht. Was er wirklich wusste, ist, wie bei vielen Menschen damals, selbst mit Stasi-Akte nicht so einfach herauszufinden. Und genau das ist das Problem. Stasi-Akten können beim Archiv in Berlin von Journalisten, von Behörden und auch von Betroffenen selbst eingesehen werden.
Mit ihrer Geheimsprache und vielen Kürzeln liefern sie aber nicht immer eindeutige Beweise. Das ist ein bisschen schwierig. Und viele Akten hat die Stasi noch kurz vor Schluss selbst vernichtet. Mit solchen Geräten hier. Sie wurden nächtelang massenweise geschreddert, mit Wasser, Kalk und Leim gemischt, sodass heute nur noch solche nicht rekonstruierbaren Klumpen übrig sind. Dazu muss man auch sagen, die Stasi war auch nicht schwarz oder weiß. Einige wenige Spitzel wurden auch gezwungen zu kooperieren. Auch fast 30 Jahre nach der Wende kommen also immer wieder neue Namen ans Licht. Auch von Mitarbeitern in Verwaltungen. Rund 17.000 Ex-Stasi-Mitarbeiter sollen 2009 in ostdeutschen Behörden gearbeitet haben. Zu dem Ergebnis kam die bisher größte veröffentlichte Studie von der Financial Times Deutschland. Mit diesen Dimensionen hatte damals niemand gerechnet. Aufgeteilt nach Bundesländern sind das 2247 frühere Stasi-Mitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern, 2942 in Brandenburg, 800 in Thüringen, 4400 in Sachsen-Anhalt, 2733 in Berlin und 4101 in Sachsen. Allein beim Bundeskriminalamt arbeiteten 2009 23 ehemalige hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter und einer davon gehörte zum Personenschutzkommando von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beim Landeskriminalamt Brandenburg waren es 100. Den Grund sieht der Forschungsverband SED-Staat der Freien Uni Berlin in der fehlenden Aufarbeitung nach der Wende. Durch den Einigungsvertrag wurden Personen nur in andere Positionen versetzt, zum Beispiel Polizisten, die früher Verdächtige verhört haben, nur in eine andere Position ohne Zeugenkontakt. Wir wollen wissen, wie fühlt es sich für die Opfer von damals an, dass ehemalige Mitarbeiter des Systems noch heute in Politik und Behörden sitzen? Ich treffe Barbara Große in Mainz. Sie stand unter dem Decknamen Studio unter Beobachtung, soll politisch aggressiv und terrorverdächtig gewesen sein. Dabei wollte sie nur aus der DDR raus. Sie wollte sich ausbürgern lassen. Genau das wurde ihr zum Verhängnis. Du hast mit der Stasi jede Menge Erfahrungen gemacht, jede Menge Erfahrungen gesammelt. Erzähl mal, was hast du da ganz konkret erlebt? Was ist bei dir passiert? Wir haben Ausreiseanträge gestellt. Da war man der Feind der DDR. Und wir waren dann über ein halbes Jahr in der Stasi-U-Haft. Und nach einem halben Jahr hatten wir vom zweithöchsten Gericht der DDR die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann kam man in die Haftanstalt und das war Hoheneck. Das ist am Rande von Stolberg im Erzgebirge und war das größte Frauenzuchthaus von der DDR. Also was Schlimmeres kann mir eigentlich nicht mehr passieren. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch zu Menschen, wie sie uns behandelt haben, so sein kann, ohne dass wir jemanden umgebracht haben oder Böses getan haben, ja. Es gibt eben diese Stasi-Unterlagen über dich, jede Menge Seiten. Du hast sie dann zu lesen bekommen. Was hast du da erfahren, was du vorher nicht wusstest? Und wie war das für dich? Also ich wurde ja dann freigekauft aus der Haft. Und 6 oder 7 Wochen später durfte mein Mann mit den Kindern, wurde er auch freigekauft quasi. Und während ich hier schon im Westen war und dann auch schon beim Rundfunk, beim Südwestfunk gearbeitet habe, die haben mich hier telefonisch weiter abgehört und haben mich hier beobachtet und in den Unterlagen steht vernichten, die große vernichten. Und das kann nur umbringen heißen. Da habe ich erst mal da gesessen und da liefen mir die Tränen. Ich dachte, das gibt's nicht. Denn ja, ich war doch niemand Besonderes. Ich war eine von zigtausenden. Jetzt ist es ja so, dass viele, die für die Stasi tätig waren, danach nicht einfach aufgehört haben, sondern aktiv geblieben sind und teilweise sogar heute noch aktiv sind als Politiker, Beamte. Natürlich. Was denkst du darüber? Da bekomme ich Wut. Ja? Wut und Hass nicht, aber Wut. Und ich habe Angst. Ich würde die jetzt bekannt wird, die haben für die Stasi, die würde ich nicht wählen. Die müssen aus der Regierung eigentlich raus. Das sind Lügner. Ja, das ist eine Wut, die viele Opfer der Stasi teilen und Erlebnisse, die sie bis heute prägen. Also, ziehen wir mal ein Fazit. Die DDR war eine Diktatur. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung vernetzen sich frühere Mitarbeiter der Stasi und DDR-Sympathisanten in Vereinen, sie betreiben Propaganda und sie verhöhnen die Opfer. Und ehemalige Mitarbeiter arbeiten immer noch in Politik und Behörden. Bei einigen ist die Stasi-Vergangenheit bekannt, bei vielen aber noch ein ungelüftetes Geheimnis. Für die Opfer ist diese fehlende Aufarbeitung unerträglich. Mich würde mal interessieren, wie seht ihr das? Dürfen Politiker, die früher bei der Stasi waren, im Amt bleiben? Und sollten Vereine, die die Stasi verherrlichen, verboten werden?
Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch für die Stasi interessiert, wir sind hier übrigens in der Stasi-Hauptzentrale immer noch, wenn ihr euch für die Stasi interessiert, dann findet ihr hier auch ein Video auf dem Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte und direkt darunter die Playlist Mr. Wissen to Go exklusiv. Gibt es auch viele weitere spannende Videos. Schaut da gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.